Ich hatte euch in einem Video gezeigt, wie man auf die Schubkarre hier im oberen Garten kommt, ohne dass man irgendwas bauen muss, indem man einfach durch dezentes Jump and Run von da unten nach hier oben kommt. Ich habe euch in einem Video auch schon gezeigt, wie man hier oben zur Forschungsstation kommt. Und wir haben uns auch den Molar dort unten geholt haben werden. Wo ich aber hier oben bin, wollte ich mal eben mit euch die Motte hier ankämpfen. Einfach nur, damit ihr mal seht, wie so ein Mottenkampf aussieht, euch darauf vorbereiten könnt, um nicht hier hoch zu kraxeln und dann festzustellen, scheiße, ich habe die falschen Pfeile mit. Also es ist ein Flugwesen, dementsprechend dürften Pfeile hier vornehmlich wichtig werden. Wir gucken mal eben die Motte. Mag überhaupt keine frischen, scharfen oder sauren Gegenstände, während aufbrechen, schlitzen und salzig ihr wenig anhaben. Ja, also wenn ihr kämpft, dann nehmt was Frisches, Scharfes und Saures. Wie ihr gegen sie kämpft, ist völlig egal, solange ihr nicht schlitzen oder aufbrechen nehmt. Ja, also keinen Hammer und keine Schwerter und dergleichen. Ich versuch's mal so, ich stech sie mal an, wobei ich habe hier nur Salz, dann nehmen wir den. Das ist aber, ne, wenn man mal eben guckt, das ist Schlitzen. Ja, ist also auch blöd, dann müssen wir den nehmen. So. Ich werde wahrscheinlich nicht lange reinstechen können in das arme Tier, weil du siehst, schon flattert sie. Au, bist du bescheuert? Dann machst du so einen Killerangriff. Jetzt hat sie ein bisschen Staub im Gefieder, finde ich. Ihr wisst, das ist meine Tutorial-Welt. Au. Dementsprechend bin ich natürlich bestens gepanzert. Ups. Und sollte sowas relativ problemlos überleben. Aber ihr seht, die hinterlässt schon ganz schön Schaden. Ne? Obwohl ich eine vollwertige Rüstung auf maximaler Stufe anhabe, ist das schon ganz schön krass. Ne? Aber ihr habt gesehen, der Frontalangriff, gegen den ihr euch mit Sicherheit mit einer Waffe schützen könnt, macht sehr viel Schaden. Der Schüttelangriff, wo sie sich den Staub aus dem Gefieder macht, ja, der ist nicht so besonders stark. Hat jetzt bei mir nicht so viel Schaden hinterlassen. Also sie ist schaffbar, aber ich glaube, wenn ihr so auf normal spielt, ne, ich habe immerhin Hälfte HP verloren, ja, das könnte schon was sein. Also, ne, nehmt die richtige Waffe mit. Ich habe keine Elemente hier auf dem Bogen gehabt. Mit Elementen wäre sie wahrscheinlich noch schneller tot gewesen. Vergesst die Smoothies nicht. Ihr habt noch die Möglichkeit, mit vernünftig gekochtem Essen euch stärker zu machen. Also insofern habt ihr dann eine gute Chance, das Viech zu töten. Falls davon nicht so viele gibt, ist es natürlich sinnvoll, hier hoch zu kraxeln und gut vorbereitet zu sein. Einen Nachtrag noch zum Töten von Motten. Motten gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele und vor allem immer an Stellen, die echt schlecht zu erreichen sind. Einmal auf diesem riesigen, vermoderten Holzstand, wo zum Beispiel auch Thors Amulett drin ist. Das Video kann ich euch mal oben im i verlinken. Da oben schläft ab und zu mal eine. Hier in der Nähe, ganz oben auf der Lampe. Da müsste ich auch noch mal gucken, ob ich da einen Weg finde, wie man da hochkommt. Und auf diesem Schloss Mordor oder so ähnlich, wie es heißt, da pennt auch ab und zu mal eine. Und natürlich oben auf der Schubkarre. Also so viele Motten gibt es nicht. Wenn ihr hier diese Mottenskala oder Mottenpelz haben wollt, dann sind diese Stellen tatsächlich auch sehr, sehr schwer teilweise zu erreichen. Da muss man dann schon genau wissen, wie man da hochkommt. So, wenn euch solche Videos gefallen, dann freue ich mich, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, es kommen noch sehr, sehr viele Videos zu Grounded, dann macht doch einem auch kurz ein Abo und aktiviert die Glocke. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei Grounded. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.